Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier, Let's Play Alice 19 von der Riesen und Marsch am Dienstag. Ja, soweit ist es schon wieder. Vielen Dank für die ganzen Kommentare, natürlich am Wochenende war ein streitiges Thema zum Thema Global Company Script. Wie zu erwarten, gehen die Meinungen da ja nicht komplett auseinander, aber sind einige Leute unterschiedlicher Meinung. Ich sag mal, sachliche Kritik kann man ja durchaus üben, man sollte natürlich sachlich bleiben und ja, natürlich darf man aber auch seine Enttäuschung preisgeben, wenn man da nicht ganz zufrieden ist, und dann heißt es nicht gleich, dass man deswegen selber Skripte schreiben muss. Aber ich habe ein kleines Problem, sehe ich gerade in meinem Safe Game. Und zwar, wir haben am Wochenende haben wir ja. Was ist der denn hier schon wieder? Hatten wir den nicht da vorne schon zur Seite gefahren? Irgendwas, ich glaube, irgendwie hat er den Safe Game doch nicht mehr so richtig gegriffen, habe ich aktuell das Gefühl. Und wir haben einen LKW verloren. Durch irgendwie eine Matchmap haben wir einen LKW ausgetauscht und irgendwie ist der anders geschrieben. Grüße gehen raus an Speedy. Im LKW verloren. Und das Geld muss ich mir nachher wieder gut schreiben, dass wir wieder einen neuen kaufen. Es gibt nämlich einen anderen Mercedes Actros. Irgendwie ist der ausgetauscht. Ich weiß auch nicht genau warum. Der wurde unterschiedlich geschrieben. Der eine wurde FS klein geschrieben, bei dem anderen FS groß oder irgendwas. Und auf jeden Fall erkennt mein Spielstand den jetzt so nicht mehr und meint, ich habe ihn nicht mehr. Ich habe nochmal durchgeklickt, ich habe nochmal die alte Version, dachte ich, aber das ist so durcheinander jetzt mit diesem großen und Kleinschreibung, dass das so nicht mehr funktioniert. Aber gut, dass der jetzt wieder hier ist, also wir haben ein bisschen Zeit scheinbar verloren, weil fiel ein, dass wir den ja nur als Vorführer hatten. Also wir werden jetzt demnächst nochmal die ganze Silage hier reinschaufen und dann erstmal zwischenlagern irgendwo. Und so machen wir das. Aber erstmal bringen wir unsere ganze Flotte wieder hier zum Dreschen. Drei Stück. Ich denke schon, das passt ganz gut, dass wir drei haben. Auf reinstellen. So, einen neuen haben wir ja noch. Ach, den können wir auch schon. F01 Hofsiebe, Abfahrer einstellen. Roggen. Ja, und den, wie gesagt, BGA können wir verkaufen, Silage, aber eigentlich müssen wir noch ein bisschen was einlagern. Können wir kurz den Feldstart checken. Felder, wie erntereif sind die denn? Wachstum. Grün, 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 gelb. Der ist im leeren Status wieder da. Jetzt sind sie alle unterwegs. Ja, mit dem müssen wir eigentlich nochmal auf 13 fahren. Danke nochmal zum Thema Autodrive. Also ich habe ja echt noch überhaupt keine Ahnung mit Autodrive. Sage ich gerne nochmal. Hatte ich glaube ich gestern oder vorgestern auch schon gesagt. Noch gar nicht beschäftigt mit dem Mod. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wie der funktioniert, wie man da Strecken abfahren kann. Angeblich soll das mit Autodrive auch besser funktionieren, dass man Wasser auffüllt. Cosplay ist mittlerweile, hatte glaube ich gerade gestern noch jemand in die Kommentare geschrieben oder auch vorgestern, ich weiß nicht, dass mittlerweile ist wieder ein kleiner Entwicklungssprung gemacht worden. Die sind wohl jetzt Version 236 oder 237. Na, der 1050 schon wieder, ne? Das ist auch echt so ein bisschen das Problemkind. Also wir müssen gucken, was kostet uns ein neuer Mercedes-LKW? Wir hatten da ja, das war ein Mercedes, ne, den wir vorher hatten. Ist ein bisschen ungünstig. Aber es gibt eine neue Version, die, oh, guck mal, ne, hier ist ja auch komplett Gras, das Feld, wo man sogar eine nette Beifahrerin hat. Müssen wir uns mal angucken. Oder gucken wir uns demnächst mal an. Also ich werde ihn denn, ich werde mal schauen, was da ungefähr kostet, wie viel so ein LKW kostet, wahrscheinlich 180.000, 150, ich weiß nicht. Das Geld schreiben wir uns dann wieder gut, ne? Ich sag mal, durch ein Safe Game, durch ein Fahrzeug-Update, sehe ich es jetzt nicht ein, sozusagen auf das Fahrzeug zu verzichten, weil wir hatten zwei LKWs, oder? Oder hatten wir nicht zwei LKW? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zwei LKW hatten. Ach, der zwei. Ah, okay. Der ist irgendwie in der falschen Geschichte drin da. Machen wir gleich. Und wenn nur jetzt, dass endlich diese Düngermission auch angestoßen wird, damit das mal losgeht. Na, bald haben wir hier nicht mehr so eine beschränkte Sicht. Freue mich auch schon drauf, ehrlich gesagt. Bisschen wieder weitere Felder hier, ein bisschen weitere Aussichten zu haben. Ich sage, fast in jeder freien Minute wird an der Marsch vierfach gearbeitet.
Aber wir waren ja auch immer noch ein bisschen am FSL spielen und am überlegen, FSL auch offiziell teilzunehmen. Und ich weiß also noch nicht genau, wie das jetzt ausgegangen ist, die ganze Geschichte. Mal kurz vergewissern, dass wir auch tatsächlich 13 drin haben, hier als Mission. Bring 13, ja genau. Passt. Der ist mal wieder leer. Das ist ein Scania. Weil das andere Mal nicht war Mercedes oder war es ein Standard-LKW, den wir vorher hatten? Ich glaube, das war Mercedes. Ich könnte gut noch mal ein bisschen Terraform, um das einheitlich zu gestalten im Boden. Der meint, dass er durch den Reifen hat. Das hört sich aber auch komisch an, oder? Eigentlich sehe ich das nicht so wirklich. Ich würde sagen, dass er mal sofort abfährt. Ja, wir kriegen das langsam, ne? Alles nach und nach. Und dann das Füllstand erreicht ist. Guck mal, der funktioniert. Fährt natürlich nur gerade in der Frucht. Jetzt war jetzt nicht so das Vorbild. Eigentlich haben wir dem Fan gesagt, dass er jetzt losfahren soll. Fahrer zu Wegpunkt. Ja, müssen wir mal gucken, wo er jetzt hin will. Ob er jetzt den Drescher wieder weghaut da. Aber noch gar nicht beim John Deere eigentlich, oder? Sehe ich das falsch? Du bist zu dem noch nicht gekommen. Da ist der. Der muss ja auch losfahren hier. Ja, der hat genau Fahrt drauf. Ach, ich weiß es nicht. Also das, der macht die größten Probleme aktuell, ne? Wie wird das auf den Drescher abgesehen? Blöder Zufall scheinbar. Jetzt funktioniert's. Ja, lass uns noch mal ein bisschen Silage rausschaufeln. Ein bisschen ist gut. Schaufeln werden es dann ja doch noch. Aber wir können auch noch ein bisschen was in die BGA kippen. Wir sind ja noch nicht schuldenfrei, ne? Aber hier ist eben auch nicht mehr so viel drin. Was sind hier noch drin? Na gut, 560.000 und auch 20 Schaufeln. Da können wir das aber drüben eigentlich direkt in die Mischfutter packen. Dann würde ich den jetzt noch losschicken zur BGA. Ach, der zählt 50 schon wieder. Alter, was ein Nervtyp. Verstehe es nicht. Das ist noch ein Kurs vor dem Teil. Ja, okay. Der Kurs ist hinüber. Ich sehe es ein. Selber schuld, ne? Den Kurs haben wir selbst vermasselt. Durch Setzen des Komposters irgendwann mal. Den fährt er zur BGA. Dann fahren wir in der Zwischenzeit, fahren wir mal rüber auf die andere Seite mit dem. Und gucken mal, ob wir so ein paar Schaufeln direkt denn einfach reinkriegen. Das macht doch auch echt Sinn. Dann holen wir hier nochmal ein bisschen was raus. Ja, wir sehen, wir haben wieder irgendwie einen Bug drin, ne? Also ihr seht, ich kann nicht, haut einfach ab. Tschüss. Schon wieder Cosplay-Fehler. Also das ist schon wieder aktuell, ist mir schon wieder Wurm schon wieder drin, ne? Wir hatten jetzt in der Folge gestern. Wir haben jetzt auch schon wieder ein Cosplay-Mod 2 Lua-Call-Skript hier, ne? Skriptfehler drin.
Funktioniert nicht. Wahrscheinlich wird auch das Speichern wieder nicht einsetzen. Ich würde mal sehen, ne? Machen wir einfach das Spiel aus und dann sehen wir gleich, wo wir landen. Ich hoffe, dass ein Autosave zwischendurch eingesetzt hat, liebe Leute. Tut mir leid. Aber so ist es, ne? Da hätte ich eigentlich gleich nochmal 180.000 drauf cheaten können für ein LKW. Damit wir uns wieder ein LKW kaufen können. Habe ich jetzt nicht. Ja, an welchem Fahrer liegt das? Also wir hatten beim letzten Mal, hatten wir es auch, das Problem. Ich weiß nicht, ob es am Drescher liegt, an irgendeinem von den dreien. Am ehesten ja fast der Fendt, ne? Der macht eh so Schwierigkeiten. Oder der eine Klaas-Drescher, der irgendwie meint, dass er da am Ende durchdrehende Reifen hat. Aber es gab ja auch eine neuere Course-Play-Variante. Also wenn das jetzt tatsächlich nochmal wieder abschmiert, dann würde ich da vielleicht tatsächlich mir überlegen, für morgen, morgen ist ja Mittwoch, morgen haben wir zwei Folgen, liebe Leute, dass ich dann nochmal wieder eine neue Course-Play-Variante runterlade und gleichzeitig dann auch nochmal gucke wegen dem LKW, dass wir uns da wieder einkaufen können, damit wir wieder vollständig sind. Ja, man merkt, die Wartezeit, ne, die Ladezeit ist deutlich länger geworden durch die Anzahl der Course-Play-Kurse und auch das soll wohl ein Vorteil von Autodrive sein, dass man nicht so lange Ladezeit nachher hat, weil Autodrive das, ja, man nicht für Autodrive jeden einzelnen Kurs komplett speichern muss auf der Straße, sondern man da irgendwie die Strecken miteinander kombinieren kann oder so, ne? Ja, scheint ein bisschen weitergekommen zu sein, aber auch nur Minimum war. Da steht zumindest da. Ja, ich weiß nicht, würde es trotzdem noch wieder testen, alles einzustellen. Gucken, ob wir wieder ein bisschen weiterkommen. Fahren wir den erstmal selber weg oder was? Ne, dann lass uns erstmal die anderen Courseplay-Fahrer noch einsetzen. Er hier, Abfahrer einstellen. Dann kommen wir noch zum John Deere. Irgendwann. Da. Ja, den habe ich noch nicht komplett im Verdacht, weil wir ja häufiger Courseplay-Probleme hatten bisher. Weil das ist aber der neue. Ach, hier fehlt sogar noch das eine, ne? Da haben wir noch eine, fehlt uns eine Bahn. Machen wir jetzt erstmal selber den Roggenabfahrer. Aus Gründen. Aktuell sogar noch nicht genau erklärbar, woran es liegt. Ich warte hier gerade so eine halbe Strecke. Nachdem haben wir ja gesagt, er soll jetzt anhalten beim Abbunker, ne? Macht er jetzt also auch. Bei denen ist generell das Problem, eigentlich ist das 1370 Schneidwerk, glaube ich, minimal zu breit. Ein 12 Meter Schneidwerk oder so hätte es vielleicht auch getan. Oder 13 Meter, damit man einfach. Oder das Rohr ist zu kurz. Das ist ja eher, ne? Jetzt wird man wieder so ein bisschen panisch. Speichert vielleicht lieber nochmal aktuell jede Minute so. Hatten wir denn schon einen Hofbäckereikurs eigentlich? Wieder Verkaufskurs ist es dann ja, ne? Bahnhof, Diesel, Getreidehandel, Hafen. Nein. Das wäre ein Hofsilo Mehlfabrik. War jetzt keiner zwischen, oder? Nochmal Silo, Mehlfabrik. Doch, nehmen wir den. Denn das würde ich jetzt gleich losschicken, denn da wir dieses jetzt gar nicht zwischen. Dann sehen wir zu, dass wir zumindest die Produktion wieder ein bisschen mehr zum Laufen kriegen. Und bringen schon mal die Mehlfabrik zum Laufen. Ja, uns fehlt der LKW, den hat er nämlich eigentlich hier eingestellt, dann um später Raps wegzufahren. Die Möglichkeit haben wir aktuell nicht, weil wir keinen LKW mehr dafür haben. Und Dolly, glaube ich, weiß ich gar nicht. Der andere LKW steht halt noch.
steht noch irgendwo rum. Noch schon wieder ab. Schon sogar ein heftiger Absturz. Alter, das geht ja gar nicht heute, ne? Was ein Dienstag, Leute. Sorry, sorry, sorry. Cosplay, schon wieder. Aber warum? Also Lul, das ist komplett voll, meine Lok. Wer ist denn schuld? Versuche gerade rauszufinden, ob ich lesen kann, welcher schuld ist, aber. Mode 2 Lua, Drive Lua, Base Lua. Schade, also irgendwie werden wir heute nichts, werden wir nicht glücklich hier. Mal gut, ich habe gerade eben noch gespeichert vor ungefähr einer Minute, liebe Leute. Aber ihr wisst ja, was es auf jeden Fall für morgen heißt. Morgen gibt es 2 Folgen, das ist schon mal schöne. Aber hier kommen wir nicht mehr so richtig weiter. Wir müssen gleich schon mal, wenn ich sehe, dass ich im Safe Game Spielstand, können wir noch gucken, was ein LKW kostet. Das wäre nämlich dann eigentlich vergleichbar irgendwie so einer, der kostet 160.000. Den würde ich mir dann sozusagen, würde ich dem Kontostand nochmal gut schreiben. Und jetzt bringt es hier eh nichts mehr, also verabschieden wir uns, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen. Sorry, heute enden wir mit dem schwarzen Bildschirm, war jetzt nicht so cool. Ich weiß, dumm gelaufen. Aber ihr seht halt live hier, was hier passiert. Ungeschönte Wahrheit. Nervt mich selber. Ich werde Cosplay einmal updaten und hoffen, doch, dass wir morgen ein bisschen mehr Glück haben. Vielleicht lassen wir uns mal ein bisschen Zeit, um es einzugrenzen. Vielleicht schicken wir den Fendt erstmal nicht mit dem Cosplay-Helfer los. Das wäre mal eine Variante, ne? Weil irgendwie habe ich den so ein bisschen im Verdacht. Kann aber auch einer von den anderen Kollegen sein, auf Feld 2 schon mal. Ich weiß es nicht genau. Mal gucken. Bis dann. Vielen Dank und tschüss.